Und vielleicht ist es auch so ein Moment in dir, du wünschst dir, dass du jetzt heiratest oder eine Familie gründest und denkst dir, okay, bis dahin werde ich es einfach aushalten. Ja? Bis dahin, dann fängt nämlich mein Leben an. Oder du wünschst dir eine neue Wohnung und sagst, okay, ich halte es jetzt hier einfach aus und mein Leben fängt dann an, wenn ich jetzt eine Wohnung habe oder wenn ich Kinder habe oder wenn ich endlich diesen neuen Job habe. Oder bist im Studium und denkst dir, oh, ich will hier gar nicht sein. Mein Leben fängt dann an, wenn ich endlich arbeiten darf. Da hat Jesus zu mir gesagt, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Und es war so ein krasser Zuspruch. Ich wusste, wow, ich habe auf einmal eine innere Freiheit bekommen. Zum einen, weil ich die Dinge auf den Altar gelegt habe und weil Jesus mir diesen Zuspruch gemacht hat, hey, sei zuverlässig und treu. Und nicht nur irgendwie, ja, nicht nur mit Murren und Jammern, sondern freu dich am Herrn, freu dich gleichzeitig. Und ich kann dir sagen, es klappt mir natürlich nicht immer. Und immer, wenn ich merke, ich rutsche in alte Verhaltensmuster, kehre ich um und gehe wieder zu Jesus und hol mir da seine Kraft.